Hey ho Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon, zu unserer nächsten Aufnahmesession. Ja, in der letzten Folge ging ziemlich viel ab, der Bosskampf und unsere Leute haben ein bisschen auf die Fresse bekommen. Zwischendurch habe ich jetzt ein bisschen Behind the Scenes gemacht. Wer es gesehen hat, weiß, was es ist. Ansonsten vielleicht einfach mal reingucken. Da haben wir so ein bisschen die Charaktere besprochen, haben mal so durchgelesen, was machen die eigentlich, wie funktionieren die Fähigkeiten genau. Und ja, wir brechen jetzt einmal... Okay, wir brechen jetzt einfach mal direkt wieder auf. Und ja, ich hoffe, ich habe noch irgendwie so ein bisschen eine Ahnung. Was mir noch im Kopf geblieben ist, dass im Labyrinth einer unserer Kollegen, und zwar der Sniper-Mensch, besser unterwegs ist. Ja, deswegen nehmen wir ihn einfach mal jetzt mit. Wir nehmen den Unhold mit, den habe ich auch in der letzten Folge besprochen. Der scheint ziemlich hart unterwegs zu sein. Ihn nehmen wir als Heiler mit. Und halt stellen wir mal nach vorne. Und dann nehmen wir noch den mit. Ich werde mit dieser Kreatur nicht dienen. Okay, ich glaube... ich glaube, der bezieht das auf den Unhold. Gut, also der kann schon mal... Dann nehmen wir am besten noch... ja... Sie hiermit, unsere Seuchendoktorin, und brechen auch direkt auf. Wie man schon sieht an unserem Geld, können wir diesmal nicht allzu viel reißen. Und ja, wir nehmen das Nötigste. Wir haben eine Fackel dabei und... Oha, das heißt, wir gehen jetzt da rein, plündern und looten ein bisschen und dann müssen wir auch schon wieder los, weil ich glaube, ich darf die nicht zu lange im Dunkeln rumlaufen lassen. Oh Gott, ey. Ich glaube, das wird echt hart jetzt. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Wobei es scheint auch gar nicht mal so groß zu sein. Das heißt, wenn wir gut durchkommen, sollten wir es packen. Nice, der Sack ist leer. Und der erste Kampf. Wieder unsere nette Tentakelpriesterin. Wow, fuck. Ah, scheiße. Okay, unsere Leute erleiden Stress, wenn er sich verwandelt. Aber er macht fette AOEs. Ist jetzt nicht so schön. Er hat wenigstens dem Bluten widerstanden. Das ist sehr gut. Ja, diese Fähigkeit haben wir beim letzten Mal extra gekauft mit ihm. Macht jetzt nicht so viel Schaden, aber es ist ein AOE und AOEs sind immer wichtig. Okay, ich liebe diese Bestie. Also von Unholden sollten wir definitiv mehr mitnehmen. Yay, er hat ihn um null geheilt. Und schon wieder unsere glibbrigen Tentakel. Keine Ahnung, was du hast, Alter. Er spricht einfach nicht. Bereite ihr ein Ende. Wir haben schon mal 1000 Goldmünzen, was sehr schön ist. Wir ändern natürlich unsere Aufstellung, weil beim letzten Mal haben wir das gemerkt, dass das echt von Vorteil sein kann. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Wir haben leider keine Schaufel dabei, das heißt, wir müssen ein bisschen grabbeln. Without tools of iron, you must rely on flesh. Oha. Okay, wie gesagt, wir können nicht allzu lange hier drin bleiben. Abgefuckte Schweinemenschen. Alter. Hat der Typ uns gerade angekotzt?
Okay, das ist echt widerlich. Das ist echt widerlich. Gifthauch. Wie gesagt, Dots sind sehr nice. Dots sind unsere Freunde. Au. Autsch. Okay, mit ihm verwandeln wir uns wieder. Auch wenn unsere Leute dadurch Stress erleiden, aber er macht schon. Nein, wir sind nicht erledigt. Wow. Okay, von Unholden sollten wir definitiv mehr Leute rekrutieren. Die sind schon gut unterwegs. Ah, wir haben uns mit wir haben uns mit irgendwas angesteckt. Okay. Wir haben wieder einen dabei, der vollkommen durchdreht. Wir buffen am besten mal unsere Bestie ein bisschen. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Also, das Spiel ist. Oh Gott. There can be no hope in this hell. Ja, du musst es dich unbedingt beweisen. Erstmal fette Kopfnuss gegeben. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut, weil mir dröhnt es gerade ziemlich in den Ohren. Ich muss nach dieser Folge dann mal gucken. Falls es zu laut ist, tut es mir echt leid, aber. Fuck, ist das geil. Und deswegen sind Dots unsere Freunde. Es sieht halt schon echt eklig aus, wie diese Leichen da am Boden liegen, ne? Ah, ich brauche einen neuen Stuhl, der knarzt so brutal. Nice. Ein bisschen rumgrabbeln. Wow. Okay, wir hätten gar kein Essen mitnehmen brauchen. Ah, das ärgert mich gerade, dass wir nicht mehr Fackeln dabei haben. Okay, sollen wir reingrabbeln? Okay. 3, 2, 1, Augen zu. Okay, es passiert nichts. Aber der nächste Kampf. Schon wieder diese Schweinemissgeburten. Oha, ey. Die machen schon brutalen Schaden. Ja, okay, so ein Haken ist halt auch echt nicht witzig, wenn du davon getroffen wirst, glaube ich. Okay. Ne, Gefechtsmedizin. Hm, bringt nichts. Bringt nichts. Dotten wir sie lieber zu. Warum tust du dir immer selbst weh? Also ich glaube echt, er wird mein neuer Liebling, weil er echt krass unterwegs ist. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, warum der Kreuzfahrer mit dem nicht kämpfen wollte. Hm. Ja, okay, super, hat echt viel gebracht. Sehr schön. Wie gesagt, ich mag diesen Unhold. Ich weiß gar nicht, warum der andere den nicht leiten kann. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Okay. Er hat die Heilung einfach verweigert. Ey, würde ich auch machen in so einer Situation.
Ich meine, ist nur eine Fleischwunde. Ihm fehlt ein Arm, ein Bein. Aber hey, Heilung, wer braucht sowas? Sehr schön, sehr schön. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Können wir das lesen? Oh ja. Blutgetränkte herausgerissene Seite eines Tagebuchs. 2 von 6. Meine Ängste haben sich bestätigt. Unsere Fackel wurde von einem Spritzer Seewasser gelöscht. Und wir gerieten in einen Hinterhalt. Seltsame, fischartige Kreaturen griffen uns aus der plötzlichen Dunkelheit an. Das Pech der Fackel fing schnell wieder Feuer. Und ich erblickte schuppige Gliedmaßen, die primitiv mit Stacheln versehene und im Fackelschein glitzernde Waffen schwangen. Bei Brennen der Fackel hatten sie uns wenig entgegenzusetzen. Doch eins dieser Wesen biss mir in den Hals, bevor ich das ausweiden konnte. Die Wunde sticht und kitzelt auf seltsame Weise. Unser Heilkundler sagte, ich solle sie säubern und bedeckt halten. Okay, auf diese Viecher sind wir, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession auch gestolpert. Ich glaube schon. Okay. Schweine? Würmer? Was zur Hölle gibt's hier noch für Dinge? Dieses Labyrinth ist... Warum gehst du nach vorne? Lass die Scheiße. Was? Der Typ hat echte Probleme, ey. Und die Dreieraufstellung von den hinteren dreien waren, glaube ich, nicht so gut, weil alles Fernkämpfer sind. Also das sollten wir nochmal überdenken. Okay. Unleash the Beast. Feuer mit Feuer bekämpfen. Alter, der hat einen Mund im Mund. Oh shit. Ich glaube, der Kampf wird heftig. Aha, okay, das... Was? Nein! Nein! Fuck, was machst du denn? Ja, Gifthauch heilen, ich weiß. Fuck it. Alter. Also diese Viech... Nein. Der Scheiß macht echt viel Schaden. Nein, Alter, der hat mir ein Stück rausgebissen. Alles gut, Mann. Was los, Brudi? Gott, ey. Oh, shit. Schon wieder ist einer tot. Okay, und schon wieder drehen alle meine Leute durch. Passt doch nicht. Okay. Wir müssen abhauen. Alter Falter. Was zur Hölle, ey? Vor allem saugeil. Letzte Runde. Also was ist letzte Runde halt in der... Behind-the-Scenes-Aufnahme 900 Gold für unseren Schwarzen ausgegeben und jetzt ist er tot. Ein Hoffnungsstrahl. Das schöne Wetter ist eine willkommene Abwechslung, vor allem für diejenigen, die gerade einen Moment der Ruhe suchen. Alle Aktivitäten zur Stressminderung sind effektiver. Alter, ey. Das war jetzt nicht geil. Scheiße. Aber wenigstens haben wir gute neue Helden. Oh Gott, ey. Sorry, aber das war jetzt echt brutal. Das heißt, wir sollten jetzt wieder irgendwo hingehen, Gold sammeln und dann mal unsere Leute... Ja, unsere Leute wieder aufbessern. Weil die drehen ja vollkommen am Rad.
schlage dich zum Boss durch. Nein, nein. Ja. Verdammt, ey. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, okay, das sind also die Längen. Okay, wir müssen jetzt einfach mal... Ah, die nehmen wir natürlich nicht mit. Was ist mit ihr los? Hä? Gibt es einen Grund, warum wir sie nicht benutzen können? Also warum wir sie nicht mitnehmen können? Ich habe keine Ahnung. Okay, behalten wir sie. Ich weiß es nicht. Okay, wir werden uns jetzt erstmal in den Ruinen. Ich habe halt echt Angst, dass wenn wir jetzt im Wald weiterfighten, dass wir auf den Boss treffen. Aber wir bleiben mal in den. Wir bleiben mal hier. Och, herrje. Ich glaube, wir nehmen noch eine zweite von den Barbaren mit. Ich finde es aber auch echt bescheuert, dass wenn du aus einer Quest rausgehst, dass du einfach alles, was du vorher gekauft hast, verlierst. Also das ganze Essen und so. Das finde ich echt nicht so geil. Das hätte man auch besser lösen können, aber ich denke, das ist halt auch wieder so ein fieses. Auch wieder so ein echt fieses. Fiese Eigenschaft von dem Spiel. Ja. Scheiße. Und wir haben natürlich kein Gegengift dabei. Ich merke schon, diese Aufnahme beginnt echt nice. Und ein großer Kampf. Geil. Echt geil. Der war cool. Der war echt cool, ey. Also da merkt man schon, dass die Gruppe natürlich viel stärker ist. Also allein von den Fähigkeiten her. Okay, auch wenn er so gut wie jeden negativen Dot hat, den man haben kann. Shit uns halt wieder Wein ins Gesicht. Es ist hier kein Wet-T-Shirt-Contest. Hör auf mit der Scheiße. Ja, sehr schön, jetzt kann sie wenigstens angreifen. Warum darf der Typ zweimal? Warum dürfen die alle zweimal? Oh, sehr schön, betäubt. Und tot. Man merkt schon echt, also die Gruppenaufstellung ist weitaus besser. Wobei, mit den zwei Barbaren war bestimmt nicht so gut, weil die sind jetzt einfach wieder drei Typen, die mindestens mal die vorderen beiden Plätze belegen müssen. Ich kann nicht mit einem verdammten Blitz daneben schießen. Thank you.
Ja, sie kann sich nur selbst Adrenalin rauschen. Und das Problem ist, sie sehen halt auch beide noch identisch aus. Das heißt, ich weiß nicht mal, welchen ich nach vorne setzen muss. Ich will dir diese Glibber-Tentakel, ey. Sehr schön. Okay, wir passen mit ihm einfach mal, damit unsere andere Heldin auch mal zuschlagen kann. Unsere Barbarin mit den Sidecuts. Ich weiß nicht, ich mag einen Sidecut. Also bei Frauen, nicht bei mir. Ich sehe damit komisch aus. Glaube ich jedenfalls, dass ich damit komisch aussehen würde. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert. Pui, pui, pui. Ja, komm. Ein bisschen machen wir noch. Versteckte Beute, sehr schön. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. So sollte die Ausstellung passen. Weil sie kann nämlich von den hinteren drei auch angreifen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir haben was für unsere Pestdoktorin gefunden. Sehr schön. Sehr schön, das gefällt mir. Okay, hier kommt gleich eine Falle, die haben wir schon aufgedeckt. Das heißt. Okay, bin ich jetzt reingelaufen oder passiert das einfach ab und zu? Super. Einfach super. Oh, eine Beute. Und wir haben keinen Schlüssel dabei. Verdammte Scheiße, wir wollen keinen Wet-T-Shirt-Contest hier machen. Oh Gott, und sie blutet. Okay, wir haben aber... Wir haben dabei... Okay, sehr schön. Lassen wir den Penner einfach mal bluten. Zeigen wir ihm, wie es ist. Autsch. Irgendwie können sie einem ja schon leid tun, diese Skelette. Deswegen ist es immer gut, eine Heilerin dabei zu haben. Also von denen sollten wir mehr mitnehmen. Wenigstens keine Hentai-Tentakel. Die Sache ist, kann ich auch während dem Kampf... Kann ich auch Licht auffüllen. Sehr schön. Ja, genau das hatte ich vor. Großvater, Onkel, wer auch immer du bist. Betäuben wir sie mal. Sehr schön. Und sie blutet. Ist noch besser. Confidence surges as the enemy crumbles. Nein, das war die falsche Barbaren. Okay, wir müssen die definitiv in der Nähe... Also, sobald wir wieder im Dorf sind, müssen wir die beiden umfärben. So, Heiler sind echt von Vorteil. Ah, doch, war sogar die richtige. Sehr schön, sehr schön. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Sehr schön. Gut, wie es weitergeht, sehen wir dann auch gleich schon in der nächsten Folge. Und bis dahin,
Ciao.